Moin, moin, guten Tag und hallole zu einer neuen Folge von Skyblock, ein Hamster im Himmel. Ich habe jetzt hier mehrere Tage verstreichen lassen, um hier dann nicht eben Eisen dann nicht eben zusammenzukriegen, halt eben auch unten in unserer Monsterfarm dann nicht eben ein bisschen was zu sammeln und hier dann die Dorferweiterung dann noch zu machen. Also hier kommt der nächste Golem schon wieder rein. Ich habe nämlich hier um unsere Wasserkanäle drumrum dann halt eben auch noch was gemacht. Da können wir jetzt dann halt eben mal mit euch dann halt eben es ja offiziell eröffnen, könnte man halt eben schon sagen, dass wir dann halt eben hier unsere Dorffläche dann halt eben etwas vergrößert haben. Naja, etwas vergrößert ist hier ein bisschen untertrieben, also es ist wirklich sehr groß geworden. Aber naja, gut, okay, was soll's. Hier ist jetzt gerade noch ein relativ schmaler Durchgang, aber das könnten wir ja eventuell noch ein bisschen in diese Richtung erweitern. Aber das ist jetzt halt eben auf jeden Fall erstmal ein Zugang dann halt eben hier gelegt ist. Und ja, wie ihr sehen könnt, es sind halt eben auch sehr viele Dorfbewohner halt eben da. Ich habe die Betten eins nach unten versetzt und eine Decke gezogen, die dann halt eben auch hoch genug ist, weil wenn hier oben auf der Decke ein Blitz einschlagen sollte und das ist halt eben zu niedrig, dann würden halt eben aus den Dorfbewohnern Hexen werden und das wäre halt eben sehr, sehr praktisch, sehr, sehr unpraktisch, so rum. Und hier haben wir jetzt 1, 2, 3 und selbst wenn sie stehen, haben sie dann halt eben noch genug Abstand halt eben nach oben, falls halt eben mal oben ein Blitz einschlagen sollte. Weil nur im Umkreis von 3 Blöcken würden die dann halt eben zu Hexen werden. Und ja, da will ich jetzt halt eben wirklich hoffen, dass das jetzt ausreicht. Und ja, ich weiß nicht, ob wir das beim letzten Mal schon gemacht haben, als wir hier die Erweiterung halt eben auf ein 3x3-Feld, das auch 2 Eisengolems dann halt eben da ohne Probleme reinpassen, weil ansonsten musste da eine immer irgendwie warten. Und ja, wie ihr sehen könnt, es ist einiges an Eisen reingekommen, also echt ordentlich. Ja, und irgendwie hat es da wohl auch ein paar Spinnen, Skelette und Zombies irgendwie da reingeirrt, aber naja, gut, okay. Was soll's, ne? Mir ist dann halt eben später aufgefallen, achso, hier habe ich auch mal eine Decke reingemacht, weil die Dorfbewohner immer wieder hier irgendwie gesprungen sind, besonders hier am Rand. Und dann ist halt eben aus dem Ackerboden halt eben, ja, normale Erde halt eben geworden. Und ja, um das zu verhindern, deswegen hier diese super niedrige Decke. Was ich eigentlich sagen wollte, beziehungsweise zeigen wollte mit F7. Achso, ja gut, okay. Ich habe das schon ausgemerzt. Da war halt eben hier bei diesen trockenen Stellen, ja, die sieht man halt eben nur ganz kurz, wenn ich so springe, waren dann halt eben auch noch gelbe bzw. rote Kreuze halt eben gewesen. Und da sind dann halt eben wohl dann die Zombies und so weiter halt eben, ja, entstanden. Und ja, das war dann halt eben nicht gerade sehr praktisch. Aber naja, was soll's. Ja, und wir können auch hier auf diese Decke hier oben drauf gehen. Hier habe ich mir gedacht, haben wir einfach mal sowas wie ein, ja, Abzug dann halt eben vorgetäuscht. Ja, vorgetäuscht trifft es am besten, weil im Endeffekt, ja, theoretisch hätte man es halt eben auch offen lassen können, weil der Rauch, der tut sich da jetzt halt eben auch schon auflösen auf dieser Höhe. Aber ich wollte halt eben auch nochmal einen Schutz haben, dass hier halt eben nichts aus Versehen halt eben reinfallen oder reinlaufen kann. Deswegen mache ich es halt eben lieber so. Und so wie es aussieht, haben wir da hinten ein Schaf. Cool, das wäre dann unser zweites Schaf. Yippie, sehr cool. Achso, hier habe ich auch nochmal was vorbereitet, das, was ich heute eigentlich mit euch machen wollte. Können wir jetzt hier erstmal ein bisschen grobe Erde halt eben noch machen. Ja, ich war wieder fleißig am Tauschen mit unseren Schlappöhrchen. Hab hier einfach mal was vorbereitet, dass wir hier dann halt eben unsere Bäume dann halt eben setzen können.
halt eben einfach mehrere Bäume halt eben setzen. Und Moment mal, wenn wir jetzt auf F7 drücken, sind keine Kreuze drauf. Ja gut, okay, dann passt's ja. Dann können wir hier ja unsere Holzfarm machen, könnte man halt eben sagen. Und oh nee, das war jetzt blöd, aber naja, gut, okay. So, gut. Können wir hier halt eben unsere Holzfarm machen, aber mir kam dann halt eben auch noch die Idee, hier könnten wir ja statt die Halbstufen ja die vollen Blöcke halt eben reinsetzen. Und dann hätten wir ja hier eine Spawnfläche, wo dann auch der fahrende Händler dann halt eben auftauchen könnte. Das wäre natürlich mehr als nur sehr gut, weil dann könnten wir ja bei dem dann halt eben auch noch Sachen kaufen. Jetzt, wo wir das Dorf haben, könnten wir ja im Endeffekt mit diesem Gedanken spielen. Also so als Idee in den Raum geworfen. So, dann bauen wir jetzt einfach mal hier diese Bäume hier noch ab. Bevor wir dann halt eben mit unserem zweiten Schäfchen dann halt eben rüber in unsere Basis laufen. Naja gut, okay, eigentlich ist ja hier alles unsere Basis, aber ja, drüben ist halt eben der Hauptteil. So, nehmen wir hier alles mit. Gut, ich glaube, extra Setzlinge müssen wir eigentlich nicht mitnehmen, weil, ja, wir haben ja eigentlich genug im Briefkasten, wollte ich gerade sagen. Oh Mann, in der Truhe. Aber hier alle Blätter abbauen wäre eine tolle Idee, damit man vielleicht noch einen Apfel rausbekommt oder so. Das wäre auf jeden Fall cool. Aber sieht nicht danach aus. Naja gut, okay. Dann gibt es halt eben keinen Apfel. Was soll's. So. Hallöchen, Schaf. Würdest du mir bitte folgen? Ja, so. Einfach so ein bisschen weiter. Ja. Perfekt. Dann lauf mir einfach mal hinterher. Jo. Können wir jetzt dann gleich das Schaf dann halt eben da einsperren und hier die neuen Bäume dann halt eben pflanzen. Und ja, mir ist dann halt eben noch eine Kleinigkeit halt eben aufgefallen. Wir sind hier ja, ja, gut unterwegs, könnte man sagen. So im Allgemeinen. Und haben aber halt eben noch keinen weitere Insel irgendwie gefunden oder entdeckt, weil meines Wissens nach ist es so, dass es halt eben im Skyblock dann halt eben auch ja, Inseln gibt von anderen Biomen. Also so eine Wüsteninsel, eine Sumpfinsel und so weiter und so fort. Aber irgendwie habe ich hier noch überhaupt nichts gesehen oder entdeckt in diese Richtung. Noch nirgends in gar keine Richtung. Also irgendwie, ja, das verstehe ich irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ist irgendwie sehr kurios. Also entweder habe ich eine falsche Skyblock-Version mir geholt, was vielleicht möglich ist. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach halt eben nach Skyblock halt eben geschaut und mir hat das runtergeladen, was mir angezeigt wurde. Es war vielleicht ein bisschen zu kurzsichtig. Ja, oder es gibt da noch irgendwelche zusätzliche Varianten oder andere Varianten. Könnte ja eben auch gut möglich sein. Also, bin da, wie gesagt, ein bisschen überfragt. Aber naja, gut, okay. Kriegen wir sicherlich dann halt eben auch noch geregelt im Laufe der Zeit. So, wie ihr sehen könnt, habe ich da ja noch ein bisschen was vorbereitet. Zwar noch weitere Betten und noch ein paar Arbeitsblöcke. Das wir dann nach Möglichkeit, also wenn ich mich nicht verzählt habe, haben wir dann so viele Dorfbewohner, wie wir dann halt eben auch Arbeitsblöcke dann halt eben ja, haben oder gleich haben werden. Aber
müssen wir dann halt eben bei Gelegenheit halt eben nochmal überprüfen. Aber ich glaube, das ist ja dann das kleinere Ding. So, genau, dann machen wir hier dann noch ein Doppelbett rein. Und ja, die Arbeitsblöcke, die verteilen wir einfach irgendwie rundherum. Hätte ich jetzt mal behauptet. Dann können dann unsere Dorfbewohner ab dem nächsten Tag dann halt eben auch ihre Berufe sich dann halt eben raussuchen. Und ja, da bin ich dann halt eben auch mal sehr gespannt, wie das dann halt eben sein wird, weil theoretisch wäre es ja dann halt eben so, dass dann ja halt eben auch mehr Golems halt eben auftauchen könnten. Ja, wohl bemerkt könnten. Weil dann halt eben die Dorfbewohner nur zufriedener sind, könnte man halt eben sagen. So, machen wir mal noch einen hier rein mit Boden. Dann machen wir mal Verzauberungstische dann auf jeden Fall auch noch. Machen wir das so und so. Hier können die ja nicht oben drauf, aber, haha. Okay, da ist jetzt genug ausgeleuchtet von der Seite her. Aber da könnte ja theoretisch trotzdem ein Golem oben drauf auftauchen. Und um das zu verhindern, habe ich ja hier diese Druckplatten gemacht. Genau. Dann dürfte jetzt da überhaupt nichts auftauchen, auch kein Golem obendrauf. Weil die Golems sollen ja schön im Wasser dann halt eben auftauchen. So, ja, ich hätte jetzt einfach mal gesagt, machen wir jetzt von jeder Sorte erstmal eins und den Rest, den würde ich dann halt eben vielleicht im Offline-Betrieb, ja, Offline-Modus dann halt eben verteilen. Aber ja, da müssen wir halt eben einfach mal schauen, wie wir das halt eben am geschicktesten halt eben machen. Aber ich denke, da kriegt man dann halt eben schon eine gute Lösung halt eben hin. So, dann wir haben das. Dann können wir mal noch hier so einen Kartentisch, noch einen Schmiedetisch, den Webstuhl, das Fass, den Kessel, den Räucherofen, den Braustand, nee, den Schleifstein haben wir ja auch noch nicht, genau. Genau, dann haben wir von jeder Sorte mal eins auf jeden Fall, aber, ja, wie gesagt, das machen wir dann halt eben so ganz entspannt, Stück für Stück, wir müssen ja nichts übers Knie brechen oder so. Also von dem her, da können wir es ja ruhig angehen. So, dann machen wir hier jetzt einfach mal zwei Arbeitsdinger nebeneinander. Machen wir mit einem Block Abstand oder zwei? Ja, komm, machen wir zwei Blöcke Abstand. So, dann machen wir hier jetzt einfach mal den Webstuhl hin und hier den Braustand und auf den Webstuhl machen wir noch eine Druckplatte obendrauf. So, zack, genau. Ja, sieht doch nicht schlecht aus. Dann würde ich mal hier noch ein bisschen was verteilen. Spitzhacke, genau. Können wir ja hier direkt nebeneinander machen, ausnahmsweise machen wir das so und so und setzen dann hier einen Schmiedetisch hin und hier einen Schleifstein. Ja, das passt doch thematisch halt eben auch recht gut. Und dann machen wir das wieder so. Perfekt. Ja, ich finde eine Druckplatte sieht auch nicht ganz so arg schlimm aus wie dann so eine Halbstufe. Auf die Komposter würde ich dann halt eben auch noch Halbstufen dann halt eben draufsetzen. Aber ja, eins nach dem nächsten. So, zack. Und ja, hier haben wir ja auch noch Platz für einen Arbeitsblock. Dann
Setzen wir mal hier noch die vollen Steine rein und machen hier einen Kessel oder das Fass. Ne, komm, machen wir hier das Fass rein. Genau, und da drüben machen wir dann den Kessel. Im Endeffekt ist es ja eigentlich egal, wie man es halt eben anordnet, aber mir war das jetzt gerade persönlich wichtig, warum auch immer. So, genau. Ja, nicht, dass da vielleicht doch noch irgendetwas halt eben auftaucht. Wäre kurios, aber wäre ja theoretisch möglich. Also, und das wollen wir ja nicht. So, dann machen wir mal. Da haben wir ja genug Platz. Jo. Ich muss halt eben, oder möchte halt eben immer hier ein bisschen aufpassen, dass wir genügend Abstand zur Mauer haben. Nicht, dass die da dann vielleicht doch noch irgendwie oben drauf springen, aus welchem Grund auch immer. Können sie eigentlich nicht, aber ja, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und zack, und ja, ich glaube, jetzt haben wir dann wirklich alle Arbeitsblöcke mal hier reingesetzt. Was haben wir hier noch doppelt? Pfeile. Ja, können wir hier vielleicht ja noch einen Verzauberer, also einer der Verzauberungen verkauft, dann halt eben reinsetzen. Bibliothekar ist das ja eigentlich. Mit den Bibliothekaren habe ich es mir halt eben auch gedacht, dass ich da dann, falls wir jetzt nicht ja, quasi auf Anhieb dann halt eben gleich gute Verzauberungen, die wir halt eben brauchen, bekommen, dann würde ich da einfach halt eben die Tische halt eben immer wieder abbauen und neu setzen, bis wir dann halt eben auch wirklich die entsprechenden Verzauberungen haben, die wir dann halt eben brauchen. Weil, ja, wäre halt eben sehr blöd, wenn wir da dann irgendwelche Sachen halt eben hochskillen, die uns halt eben nicht so viel bringen. Also, das wollen wir ja natürlich nicht. Also, hätte ich jetzt einfach mal so rotzfrech behauptet. So, machen wir hier noch ein Schmiedetischchen und hier einen Lesepult. Aber auf den Schmiedetisch müssen wir, glaube ich, noch eine Druckplatte draufsetzen. Genau. Können wir dann halt eben hier erstmal. Achso, Axt. Und hüpp, zack. Bei theoretisch könnte da ja nichts spawnen, weil da ja das Ding drüber ist. Aber ja, sicher ist sicher. So, und hüpps. Und hüpps. Gut. Und der Golem steckt wohl irgendwie in der Wand fest. Naja, kommt immer wieder mal vor, aber wir können ja nicht alle Probleme gleichzeitig lösen. Zur Not muss man sich eine Angel machen und den dann da irgendwie rausfischen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes rausfischen schon fast, ne? Ja, ich glaube, wir machen dann halt eben wirklich hier irgendwie so eine Arbeitsecke und dann. Aber ich möchte jetzt gerne diesen Golem einfach mal da reinschieben, dass er halt eben wirklich in den Wasserstrom halt eben reinkommt. Genau. So, wunderbar. Oh, die haben jetzt aber schon schnell ihre Berufe halt eben angenommen. Aber soll mir nur recht sein. So, zack und zack. Sehr schön. Ja, eigentlich haben wir ja hier noch Platz für den Schleifstein zum Beispiel. Zack. Zack. Und zack. Ja. Sind wir hier noch? Nee, das wäre, glaube ich, ein bisschen arg eng. Aber wir könnten hier vielleicht dann halt eben noch ein bisschen was reinsetzen. Mal zum Beispiel hier so in die
Mitte rein. Mittelrand. Ja, Mittelrand. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich zumindest. So, noch einer, der einen Beruf genommen hat. So, und jetzt haben wir noch zwei Arbeitsblöcke übrig. Nein, drei. Ja gut, okay. Ich glaube, ich werde das dann halt eben hier einfach ein bisschen erweitern. Dass wir hier dann noch ein bisschen, die Arbeitsblöcke dann halt eben hinmachen können. Dann, haben wir da ein bisschen mehr Platz, weil ich möchte das jetzt nicht unbedingt alles so extremst zusammengepresst irgendwie haben. Es soll zwar schon alles nah beieinander sein, dass dann halt eben nichts verloren geht oder so, aber ja, sollte nicht zu arg aneinander gepresst sein, hätte ich jetzt einfach mal behauptet. So, zack und ja, gut, okay, das reicht halt eben nicht ganz. Ich will jetzt einfach mal hoffen, dass ihr jetzt nicht zu blöd seid und da jetzt irgendwie runterstürzt. Dann machen wir noch so. Ja, ich denke, das dürfte reichen für die Erweiterung von diesem Bereich. Und dann halt eben noch die Mauer halt eben versetzen und dann haben wir ja wieder ein gutes Stück dann halt eben hier erweitert. Ja, was will man da dann halt eben noch mehr haben. So, dann setzen wir noch die Mauer drumherum. Das machen wir aber am besten so. Ja, ich denke, das dürfte reichen. Von der Größe her. Zack. Und machen wir dich hier weg und setzen dich da dran. Perfekt. Ja, komm, dann setzen wir einfach, nehmen wir diese Fackel hier weg und setzen die dann einfach hier an die Ecke ran. Das dürfte ja dann eigentlich ja auch gut klappen, denke ich mal. So, und wir haben jetzt ja auch endlich den Luxus von viel Eisen. Das heißt, sobald Werkzeug kaputt geht, wollte ich gerade noch sagen, können wir dann gleich Eisenwerkzeuge dann halt eben machen. So, machen wir hier ein Schmiedetischchen. Ja, hier in die Mitte würde ich dann jetzt gerne den Lesepult reinsetzen. Oh, das dauert von Hand abzubauen. Ich war jetzt einfach zu faul, da jetzt rüber zu gehen und mir gleich die entsprechenden Werkzeuge halt eben zu machen. So, und dann machen wir jetzt einfach mal noch... Okay, haben wir es doch ein bisschen zu schmal gemacht. Ja, oder wir setzen noch eines hier hin, weil die Truhe, die brauchen wir ja dann eigentlich nicht mehr. Genau, dann können wir noch hier so den Schmiedetisch hinsetzen und dann passt es halt eben auch. Genau. So. Berufe sind verteilt. Wir müssen jetzt halt eben nur noch gute Auswahl dann halt eben haben. Fluch des Verschwindens. Wer braucht denn so einen Käse? Ja. Wie gesagt, zur Not halt eben werden die, wo Verzauberungen haben, halt eben ein bisschen ausgetauscht. Unendlichkeit, ja, sehr schön, aber kann damit jetzt auch nicht so wirklich was anfangen. Ja, gut, okay, ihr seht schon, die Bibliothekare haben nicht die tollste Auswahl, da muss man noch ein bisschen nachhelfen durch Abbauen, Hinbauen und so weiter, dass sie was Neues bekommen. Aber das ist ja kein Problem, das kriegt man hin bis zum nächsten Mal. Und ja, dann wünsche ich euch mal noch einen schönen Tag. Macht das Beste draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.